Bremen kontrovers. Ihr Moderator Malte Bastian. Herzlich willkommen zu Bremen kontrovers, das Sommergespräch. Heute bei mir zu Gast ein Verfassungsorgan, nämlich der Präsident der bremischen Bürgerschaft. Ich begrüße ganz herzlich Christian Weber. Schön, dass Sie da sind. Und ja, Sie sind der oberste Repräsentant der Abgeordneten in diesem, unserem Bundesland und damit ja eigentlich auch der oberste Bürger, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, das haben wir ja in der Schule gelernt, genau. Dass das Parlament immer noch das erste Verfassungsorgan ist. Und dann kommt die Exekutive, Judikative. In der Tat, ja, ich repräsentiere das Parlament. Das ist eine wunderschöne Aufgabe, die ich sehr gerne ausfülle. Und als oberster Bürger haben Sie auch das Recht, sich ein Getränk auszusuchen, entweder nach geschmacklicher Wahl oder nach politischer Farbenlehre, wie auch immer. Es ist was Schwarzes, was Grünes, was Rotes da. Es ist ganz einfach Cola, Limette oder Kirsche. Was darf ich Ihnen geben? Die roten Kirschen. Die roten Kirschen. Dann stehen die hier schon richtig. Schönen Dank. Wunderbar. Danke. Ich nehme mal Limette. Das ist schön fruchtig jetzt im Sommer, der ja bisher eigentlich eher ein Winter gewesen ist. Aber doch eigentlich ganz Gutes. Ja, Herr Weber, auf Ihr Wohl. Danke. Wunderbar, dass Sie da sind. Ich freue mich auf unser Gespräch. Freut mich auch. Ja, ich glaube, ich habe das Richtige getroffen. Ja, prima. Das schmeckt wunderbar. Ich auch. Ich habe zwar gerade eben etwas verbotenerweise aus Versehen etwas geschmatzt. Ja, die Arbeit des Parlaments, das ist für Sie ja schon lange Alltag. Sie sind schon relativ lange Parlamentspräsident, aber es ist wahrscheinlich auch immer wieder ein bisschen was Neues. Wie ist das mit diesem Gegensatz? Wir haben ja gerade schon darüber geredet. Hier Parlament, dort Regierung. Es gibt immer mal wieder Regierungen, die sehen das Parlament so ein bisschen als Abnickinstanz für die Vorlagen der Mehrheitsfraktion. Wie selbstbewusst ist eine bremische Bürgerschaft? Also ich glaube, da braucht sich unser Haus nicht in Schatten zu stellen. Das nimmt seine Aufgabe als Kontrolleur der Regierung war in einer sehr ernsten und sehr stringenten Art und Weise, was ich sehr gut finde natürlich. Nicht nur die Opposition, sondern ich finde auch, dass die Regierungsfraktionen also nicht nur abnicken, was die Regierung vorschlägt, sondern durchaus auch sehr viel Eigeninitiative entwickelt. Wir haben jetzt gerade einige Themen drauf, Änderung der Landesverfassung, Volksgesetzgebung, vieles aber mehr, Schuldenbremse, die ganze Thematik, Fiskalpakt. Da sind quasi alle Fraktionen, will ich sie alle auch nennen, durchaus in der Lage, ihre Aufgabe als Kontrolle gegenüber der Regierung wahrzunehmen. So wie ein Parlament auch arbeiten muss. Das hat mich immer gestört, wenn man Regierungsfraktion ist, aber das heißt doch nicht, dass wir denn sozusagen alles abnicken. Ja. Das geht nicht. Also da werden die Aufgaben schön geteilt. Hier Exekutive, dort Legislative. Wir sind der Gesetzgeber, Haushaltsgesetzgeber. Und all das beinhaltet natürlich auch, dass wir die Kontrolleure der Regierung sind. Das ist unsere verfassungsmäßige Aufgabe. Nun ist ja die bremische Bürgerschaft auch schon, wenn nicht unter diesem Namen, aber ja schon ein sehr, sehr altes Parlament auch. Es ist ja eigentlich noch aus der Hansezeit auch überliefert, wo es ja schon entsprechende Bürgerversammlungen gegeben hat, die dann eben, ich weiß gar nicht genau seit wann, eben Bürgerschaft auch heißt, die bremische Bürgerschaft, ist ja unser Landtag. Ich weiß manchmal gar nicht, ob das allen Menschen so bewusst ist. Landtag ist die Bürgerschaft, wenn alle Abgeordneten aus... Wenn die Bremerhavener dabei sind. Wir tagen im Monat drei Tage, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Ja. Und Dienstag sind wir quasi nur ein Stadtparlament, die 67 ohne die Bremerhavener. Mittwoch sind die Bremerhavener dabei, dann sind wir Landtag, Mittwoch und Donnerstag. Das heißt, Sie sind eigentlich zweimal Präsident. Ja, kann man so sagen, für die Stadtverordnetenversammlung so ähnlich. Wir nennen das ja Realunion, dass wir beides sind, die Regierung ja auch. Genau. Wir sind quasi kommunales Regierungs- und auch Landesregierung und bei uns ist es genauso. Das ist ja auch eine sinnvolle Lösung, die wir so nehmen, weil das spart Kosten. Nicht? Ja. Wir werden hier nicht extra nochmal aufgerufen oder extra finanziert, sondern wir machen beides zusammen. Ja. Und das finde ich eine sehr, sehr kluge Lösung, die früher mal gefunden worden ist, die sogenannte Realunion. Das ist ja auch, diese Realunion ist ja auch tatsächlich etwas, was es in Deutschland sonst nirgends gibt. Nein. Auch nicht in den anderen Stadtstaaten. Auch nicht in anderen Stadtstaaten. Ja. Das ist ja das Besondere, dass dieses Land zwei Städte hat. Ja. Und das ist eben halt, das müsste man auswärtigen, immer erklären, wie das funktioniert. Das macht Spaß und man kommt Freude auf. Da haben die Hamburger und die Berliner es leichter.
Aber das macht eben halt das Spezifische des Bundeslandes Bremen auf. Bremen, die freie Hansestadt mit der Schwesterstadt Bremerhaven, das ist ja auch eine besondere Beziehung zueinander. Ja, die ja auch nicht immer so, wie es unter Geschwistern so ist, ja, nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen. Das kriegt man nicht. Das auch so ein bisschen mit im Parlament? Ja, natürlich. Ich meine, die Bremerhavener Abgeordneten, auch wieder über alle Fraktionen, ja, legen großen Wert darauf, dass bei bestimmten Beratungen die Bremerhavener, aber auch zum Beispiel bei Haushaltsberatungen, ja, gibt es immer eine Sequenz, wo dann Bremerhaven diskutiert und behandelt wird. Also da legen alle Fraktionen großen Wert darauf. Das finde ich auch gut, dass Bremerhaven dann auch herausgehoben wird. Aber letztendlich sind wir ein Bundesland, die beiden Städte, das wissen wir alle. Und nur gemeinsam können wir dieses Bundesland bestehen und überleben. Das ist ganz wichtig. Und Bremerhaven hat ja auch eine wunderbare, tolle Entwicklung gemacht in den letzten 15 Jahren. Wer hätte das gedacht, nach den dramatischen Verlusten im Schiffbau und dann der Werftindustrie und vieles, vieles mehr, hat sich Bremerhaven ja wirklich wunderbar erholt und steht blendend da. Merkt man das auch so ein bisschen in der Stimmung, in Debatten? Ja, die sind selbstbewusst. Ich meine, wenn man die überregionalen Medien liest, die Süddeutsche, die FAZ, wie oft kommt Bremerhaven vor? Auf einer ganzen Seite, auf zwei Seiten wird Bremerhaven vorgestellt. Das erfüllt die Bremerhavener mit Stolz, uns natürlich auch, dass diese Stadt so eine Entwicklung genommen hat. Gut, die Arbeitslosigkeit ist noch hoch, aber nichtsdestotrotz. Man sieht eben halt auch, dass die Politik, die gemacht worden ist, Früchte trägt. Und wenn man da zurückblickt und sagt, ja, vor 15, 20 Jahren, wer hätte das gedacht? Und es ist gut gegangen. Ist das, wenn Sie mal so jetzt das letzte Jahr Revue passieren lassen, ist es ein anderes Parlament als das in der letzten Legislaturperiode? Ja. Merkt man so eine Wahl, auch wenn sie gar nicht so viel verändert hat, merkt man das mit den in Anführungszeichen Neuen, die dabei sind, die sich vielleicht noch dran gewöhnen müssen? Aha, da oben sitzt der Präsident, der hat auch dieses Glöckchen, was er dann hin und wieder immer anschlägt, wenn ich überziehe. Ja, ich würde sagen, das Parlament hat sich ein wenig schon verändert, auch durch das neue Wahlsystem. Wir haben ja sozusagen Kollegen im Parlament in allen Fraktionen, die auf der Liste, auf der normalen Liste ziemlich weit hinten gelandet sind in der Aufstellung ihrer Parteien, wo die nicht unbedingt gerechnet haben, ich komme in das Parlament hinein. Siehe da, das neue Wahlrecht, wo man auch Personenstimmen abgeben konnte. Wir hatten ja 5 Stimmen. Und da sind Kolleginnen und Kollegen ins Parlament gekommen, die durch die Personenstimmen ihr Mandat errungen haben. Direkt, ein Direktmandat, kann man fast da sagen, errungen haben. Das hängt natürlich auch damit noch zusammen, dass der Bürgermeister einen hohen Anteil bekommen hat, einen hohen persönlichen Stimmenanteil bekommen hat. Aber das erfüllt ihn natürlich auch mit einem gewissen Stolz. Ja, ich habe mein Mandat errungen. Mhm. Und insofern ist natürlich auch die Haltung doch schon etwas anders. Und das wird natürlich auch die nächsten Legislaturperioden prägen. Es wird die müssen auch bekannter noch werden im Stadtteil, in der Stadt. Sie werden auch sich auch nicht mehr vielleicht so disziplinieren lassen durch die Fraktionsspitzen, weil sie sagen, ich muss ja auch gucken, was ist in 3 Jahren. Ja. Also es wird natürlich sich die Verhaltensweisen werden sich verändern. Und das ist gut. Das ist lebendig. Das führt zu einer lebendigen Struktur im Parlament. Und ich bin, so muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin sehr angetan von den vergangenen 13 Monaten, wie das Parlament debattiert hat, schwierige Themen debattiert hat und mit einer Brillanz, mit einem Engagement, mit einer Werbe. Das habe ich so nicht immer erlebt. Und das macht einen Präsidenten, der auch andere Landtage kennt, auch erfüllt es auch mit Stolz. Sie sind ja auch einer der Architekten mit gewesen, dass diese Veränderungen stattfinden konnten. Was ja ein bisschen enttäuschend war, dass die Wahlbeteiligung beim letzten Mal ja doch, ja, ich glaube, man kann schon sagen, auch unter Ihren Erwartungen geblieben ist. Woran hat das gelegen? Lag das an diesem riesigen Waschzettel, der viele Leute abgeschreckt hat, oder war es das gute Wetter? Nein, also die Wahlbeteiligung lag etwa 2% unter der von vor 4 Jahren, also von 2007. Jedes Runtergehen der Wahlbeteiligung ist schmerzhaft. Und ich frage mich auch mal, warum gehen die Leute nicht zur Wahl? Es ist so eins der wichtigsten Möglichkeiten, die man hat, seine Stimme abzugeben und sich zu beteiligen, Partizipation zu haben. Warum machen sie das nicht? Es gibt sicherlich viele Gründe. Die müssen wir jetzt nicht diskutieren. Aber ich finde, dass wir das Angebot gemacht haben, so zu tun. Und ich war ein großer Befürworter. Damals, auch als das Volksbegehren sozusagen initiiert wurde, war ich immer dafür, dass das eine Möglichkeit ist, Leute an die Wahlurnen zu bringen, sagen, ja, die oder den Kandidaten, den kenne ich in meinem Stadtteil, der ist fleißig, ist ja der tut toll, was. Ja. So, und dem gebe ich meine 5 Stimmen. Ja. Ich kenne viele, viele Leute,
die gesagt haben, Weber, du bist ein netter Kerl, aber ich habe dich nicht gewählt, aber ich habe den unten, dem habe ich meine 5 Stimmen gegeben. Und das, ja, so muss es sein, so finde ich es gut. Und das wird sich noch in den nächsten Legislaturperioden verfeinern und wird auch noch ein bisschen mehr Leben in den Plenarsaal bringen. Also ich bin durch und durch zufrieden mit dem, was dabei rausgekommen ist. Es waren nicht alle für dieses Wahlrecht, aber ich glaube auch, die Bedenken hatten, sehen aber heute, was wir für ein Parlament bekommen haben, werden sie auch sagen, ist gut gelaufen. Wie kann man denn das noch so ein bisschen, das hat ja auch was mit der Weiterentwicklung der repräsentativen Demokratie zu tun, um mal so einen politikwissenschaftlichen Begriff da so durch die Hintertür mit reinzubringen. Wie kann man denn diese repräsentative Demokratie jetzt auch gerade, was diese, das ist ja eigentlich ein Plus an Bürgerbeteiligung geworden, eben nicht mehr dieses mittelbare, sondern unmittelbare Entscheiden auch. Wie kann man denn das noch ein bisschen populärer machen? Geht der Präsident dann auch los durch die Klassen an den Schulen, wo die Leute demnächst volljährig werden und sagt, dann passt mal auf, ich mal euch das mal an die Tafel. Sie kommen ja ursprünglich aus der Branche, sag ich mal, Sie sind ja Lehrer. Dass man da wirklich dann auch so ein bisschen so auch die Aufgabe und die Verpflichtung hat zu sagen, Kinders, ich erkläre euch das nochmal, das sieht so kompliziert aus, das ist aber eigentlich eine super Geschichte. Ja, ich bin viel in Schulen, ich werde viel in Schulen eingeladen und andere Abgeordnete auch. Natürlich, und wir berichten darüber, wir erzählen, wie es im Parlament geht, wir laden viele Schulklassen ein, damit die mal eine Plenarsitzung erleben. Gut, das ist nicht immer eine Sternstunde, wenn die dann da sind und manchmal, wenn da so die Köpfe nach vorne gehen und die Augen schließen, denke ich auch, Gott, du Armer. Nein, aber das ist wichtig, dass wir, meine, die parlamentarische Demokratie, dazu gibt es nun wirklich keine Alternative. Ja. Dazu gibt es nun keine Alternative. Wir haben in den letzten 60 Jahren, sind wir gut damit gefahren, durch alle Tiefen und Höhen haben wir wirklich dieses parlamentarische System erhalten. Und ich glaube auch gerade in der vergangenen Zeit, wenn wir den Bundestag, die Bundespolitik betrachten, wie stark das Parlament sich eingemischt hat in zentrale Frage von Europa, Fiskalpakt. Und ich dachte, da hat auch mein Kollege Lammert eine fantastische Rolle gespielt, im positiven Sinne, der das Parlament in den Fokus gesetzt hat und sagt, nein, hier wird entschieden. Und du, Frau Merkel, gehst erst nach Brüssel und sagst, wie die deutsche Position ist, wenn das Parlament entschieden hat. Das fand ich ganz toll, das durchzuhalten als Parlamentspräsident. Ja. Da braucht man ein breites Kreuz. Damals auch, als es eine Debatte war zu einem Thema, wo dann auch die Opposition reden wollte. Und er hat gesagt, natürlich hat die Opposition das Rederecht. Und seine eigenen Kollegen Kauder ihm dann sozusagen die Hölle heiß machte. Ja. Das muss man durchhalten. Und er hat es geschafft. Und er hat sich, findet das deutsche Parlament und so auch die Landesparlamente. Ich glaube, wir haben da eine ganz zentrale Rolle, die wir wahrnehmen müssen. Das akzeptieren auch die Menschen. Die sagen, genau so soll es sein. Ja. Man muss es nicht vermischen. Ja. Hier ist das und hier ist das andere. Also ganz klar, wer da irgendwie einen Abnickapparat erwartet, der ist in einem anderen Land gewesen. So macht man Politik ja auch interessant. So macht man Politik auch interessant. Die Themen werden transportiert, sie werden auch kontrovers diskutiert. Ja. Ich meine, wir haben ja auch in Bremen nun wirklich zentrale Themen. Wir haben über Schuldenbremse diskutiert. Wir haben, wie stimmt Bremen im Bundesrat ab zum Fiskalpakt? Das waren alles ganz spannende Debatten, die ja Bremen selbst auch angeht, an unsere eigene Existenz. Wie gehen wir weiter um nach 2019? Bayern will jetzt beim Bundesverfassungsgericht klagen. Ja. Solche Themen, also das ist bei uns sehr gut aufgehoben. Da haben wir wirklich hervorragende Leute, Parlamentarier, die das bewegen, die das auch nach außen tragen und es kommt auch an. Ich will ein lebendiges, ein tolles, konstruktives Parlament und ich glaube, das haben wir auch. Das sind junge Abgeordnete, Frauen wie Männer drin. Die jüngste Abgeordnete ist, glaube ich, 21, 22, ja. Also als ich das erste Mal reden durfte, sind Jahre vergangen, ne? Damals, als ich anfing. Und heute geht das ruckzuck, die werden sofort in die Bütt geschickt und müssen Reden halten. Das schult, und das machen die mit einer großen Professionalität. Das macht richtig Freude. Und wenn man da oben Stunde für Stunde sitzt und die Sitzung leitet, man hat ja immer nicht sozusagen die Sternstunde, ich habe es gerade gesagt, aber ich denke mehr und mehr, auch das macht Spaß zuzuhören. Man wird nicht müde, es ist interessant. Und viele haben ja auch schon, nicht, bringen nur noch ihren kleinen Spickzettel mit und reden frei. Die freie Rede, ja. So, und dann, man hat immer noch ein Stichwort, was man sich aufschreibt, aber dann bleibt man wach, man hört zu. Und ich merke auch, die Aufmerksamkeit im Plenarsaal ist total vorhanden. Das macht richtig Spaß. Meine Damen und Herren, die Aufmerksamkeit, denke ich, wird auch bei Ihnen noch vorhanden sein, wenn wir jetzt eine ganz kurze Pause machen und danach einmal über einen legendären Ausspruch sprechen, der da heißt, mit Verlaub, Herr Präsident, Sie sind ein Arschloch. Bleiben Sie dran. Ja.
Ja, herzlich willkommen zurück zu Bremen Kontrovers, das Sommergespräch. Heute mit dem Bürgerschaftspräsidenten Christian Weber. Wir haben uns bei den Getränken schon so ein bisschen der politischen Farbenlehre genähert und uns damit befasst. Aber wir sind auch draußen gewesen, nämlich bei den Bürgerinnen und Bürgern. Ja, Herr Weber, da haben wir einfach mal so ein bisschen gefragt, was denn die Menschen mit Ihnen verbinden, wie gut die das Parlament kennen und wie gut die eigentlich auch so den ersten Bürger ihres Staates kennen. Ein Beitrag von Rieke Klotz und Leslie Schoß. Wissen Sie, wer Christian Weber ist? Nein, ich glaube, nö. Schon mal gehört? Nee, ne? Ja, aber nicht persönlich. Nein, aber ich weiß, wer er ist. Das ist doch der Bürgerschaftspräsident. Christian Weber? Nee, kenne ich nicht. Wer soll das sein? Das ist ein Herr aus der Bremer Politik. Aber so, Herrn Weber, ja, den kenne ich. Nein, das kenne ich nicht. Irgendeiner aus der Bürgerschaft. Oder irgendwas mit dem Senat hat er jedenfalls zu tun. Ja, das ist unser, weiß ich auch nicht mehr, aber der ist irgendwie was. Christian Weber, ich glaube, das ist der Bürgerschaftspräsident. Kennen Sie uns drei Eigenschaften denn, die Sie mit Christian Weber verbinden? Nein, dafür kenne ich ihn ja nicht persönlich. Seriös? Zurückhaltend? Diskret? Ich denke, er ist ein sehr vertrauenswürdiger Mensch. Politiker vor allem, ist ja auch nicht sehr häufig, dass es sowas gibt. Das ist schwierig. Also ich finde ihn immer sehr freundlich. Er ist sehr nah am Bürger und ja, ich glaube auch ein sehr optimistischer Mensch. Eloquent, kommunikativ und charismatisch. Also ich finde ihn sympathisch und was er bringt, das ist auch nicht ganz schlecht. Sympathisch auf jeden Fall, verantwortungsbewusst, ich hoffe ehrlich, einfach nett. Nee, kann ich nicht. Keine Chance. Glauben Sie, dass wir mehr Menschen wie Christian Weber in der Bremer Politik brauchen? Ja, er ist ausgleichend. Ja. Ja, ich find ihn einfach gut. Also nee, also je mehr da sind, je mehr Mist wird gemacht. Ich bin immer dafür, dass wir ganz viele freundliche Menschen in der Politik brauchen. Oh, das weiß ich nicht. Also ich habe mich mit Christian Weber so eingehend nicht beschäftigt. Finden Sie, dass Christian Weber als Bürgerschaftspräsident sich den Bürgern draußen gut präsentiert? Ich glaube, er hat ganz gute Ansichten. Ich bin nicht sehr politisch, aber was ich so mitkriege, ist, dass er schon recht nah am Volk ist. Könnte vielleicht ein bisschen mehr durchgreifen. Ja, ja, das finde ich. Ja, als Mensch und auch wie er sich gibt und wie er sich präsentiert, finde ich. Glauben Sie, dass es wichtig ist, einen Parlamentspräsidenten zum Anfassen zu haben? Dafür kenne ich ihn nicht, ob man ihn so ob er sich so ansprechen lässt oder nicht. Das kann ich nicht beurteilen, weil ich ihn persönlich ja eben nicht kenne. Das weiß ich nicht, ob das unbedingt sein muss. Aber Menschen, also menschennah finde ich schon wichtig. Ja, unbedingt. Das Schärfgehen, das hat auch Christian Weber und das ist, glaube ich, ganz gut so. Ja, Herr Weber, wir haben geschmunzelt. Wir waren auch bei der einen oder anderen Antwort gemeinsam etwas nachdenklich. Wie dicht ist man als Parlamentspräsidentin wirklich an den Bürgern? Hat man da noch Zeit, so auch mal über einen Wochenmarkt zu gehen und so einen berühmt-berüchtigten Schnack über einen Gartenzaun zu machen oder einen Kneipenbesuch zu machen? Oder gibt es einfach irre viele Termine, wo man auch manchmal sagt, verdammt, das frisst mir eigentlich viel zu viel Zeit weg, die ich auch mal mit normalen Menschen, sage ich mal, in Anführungszeichen verbringen würde? Also wenn ich, sag mal, 8 oder 9 Termine am Tag habe, würde ich lieber 1 oder 2 wegnehmen, um genau das zu tun, was die von einem erwarten. Und ich es auch sehr gerne selbst tue. Also am liebsten, was ich sehr gerne mache, ist im Sommer sehr früh ins Büro zu gehen und dann aus dem Büro wieder über den Marktplatz zwischen Frauenkirche und Rathaus durch, am Blumenmarkt, dann in die Katharinenpassage, einen Kaffee trinken und dann den Weg wieder zurück. Erst einmal sieht man dann die erwachende Stadt, man sieht die Menschen, die in ihre Kontore gehen, mit dem Fahrrad oder zu Fuß. Die Stadt wird wach und wird lebendig. Dann ist man mitten unter den Menschen. Das ist eine Zwangsläufigkeit. Und wenn man da auch keine Hemmung hat und die Menschen spüren es ja, ob es einem schwerfällt oder ob es einem nicht schwerfällt. Und ich bin über viele Jahre, nicht nur in meinem politischen Leben, sondern auch in meinem sportlichen Leben und in der Kommunalpolitik, war das für mich immer eine Selbstverständlichkeit.
Ja, wenn man sagt, mit den Menschen, natürlich, dafür sind wir ja schließlich da. Ja. Nicht? Und ich gehe ja nicht ins Parlament und zieh die Jalousien hoch und jetzt ist Feierabend. Ganz im Gegenteil. Als ich Parlamentpräsident wurde vor 13 Jahren, haben wir ja das Parlament ja auch geöffnet für viele, viele Sachen, die wir veranstalten. Wir machen Kunstausstellungen, Kulturausstellungen, Diskussions- und viele, viele Dinge. Das Haus ist ja für die Bürger da. Ich will ja, dass die Hemmschwelle so niedrig gehalten wird, dass sie sagen, ja, selbstverständlich können wir in den Festsaal gehen. Manche Abgeordnete, wir haben zum Beispiel jetzt eine Ausstellung über Karikaturen, wir hatten eine Lüppertz-Ausstellung. Und dann konnten auch die Besucher kommen, wenn wir Plenarsitzungen hatten. Also wenn die Senatoren da waren, wenn die Abgeordneten da waren. Auf einmal waren Besucher da und gingen da rum und guckten sich die Lüppertz-Ausstellung an oder die Karikaturen-Ausstellung. Sagt manche, da geht denn das, weil wir ja auch Kaffee bekommen und Tee bekommen. Ja. Die setzen sich dann auch hin und sagen, ja, können wir auch eine Tasse Kaffee kriegen? Klar, das gibt's natürlich. Auch eine Tasse Kaffee. Ja, klar, wenn wir eine Tasse Kaffee bekommen. Aber das ist für manche dann gewöhnungsbedürftig. Aber eigentlich soll es ja so auch sein. Wir wollen ja nicht abgewandt sein von den Menschen, die wir regieren und die uns ja mit einem Mandat für 4 Jahre, ein begrenztes Mandat, versehen haben. Und da sollen wir genau das tun, also auch ansprechbar sein. Und nicht nur, wenn wir 3 Wochen Wahlkampf machen, sondern auch die ganzen 3 Jahre und 11 Monate und 1 Woche da für die Menschen sein. Das ist doch das Entscheidende. Die haben doch so ein feines Gefühl. Ich muss Ihnen eine Geschichte. Ich habe mal Essen ausgeteilt mit den Johannitern. Dann hat man 30, 40 Stationen und da muss man Treppe hoch, klingeln, Tablett und so. Da habe ich eine Geschichte erlebt. Ich hatte mein Tablett und ging dann zu der Wohnung, klingelte und die Dame machte die Tür auf. Ach, Herr Weber, ist jetzt wieder Wahlkampf? Mich hat es erschlagen. Aber sehen Sie, so reagieren die da, sehen Politiker, ach, jetzt kommt er. Ja, genau. Es muss wohl irgendwie Wahlkampf sein. Nicht? Das fand ich so nett und so liebenswürdig. Ja, aber man muss immer für die Menschen da sein. Kurt Beck hat ja mal so den Satz geprägt, nah bei den Menschen. Ich fand ihn immer so, natürlich sind wir nah bei den Menschen. Wir machen ja Politik für die Menschen. Es hat ja nie eine Trennung für mich jedenfalls nicht gegeben. Gibt es da immer noch so viele Berührungsängste auch auf der Seite der Bürger, die dann sehen, auf dem Marktplatz, auf dem Wochenmarkt sehen, sagen, da vorne ist der Präsident, aber den würde ich ja nie ansprechen. Das ist ja der Präsident, ist das so? Es wird sicherlich geben, das ist immer noch so die Ängstlichkeit vor so einer, von einer Person, die man, ich bekleide ja nur ein Amt, in das ich gewählt bin, mehr ist es ja schließlich nicht. Wir sind ja eine repräsentative Demokratie. Und insofern, manchmal hört man, ach, der ist ja der Weber geht. Ist das Weber oder der Lang geht oder so? Nicht? Ja. Aber ich habe ja auch so ein Thema gehabt hier so mit Marktplatz. Wie gehen wir mit dem Marktplatz um? Ja, mit dem Krach, der mit dem Krach und mit den Hütten, die aufgestellt werden. Und da habe ich viel, viel Zuspruch erfahren. Die sagen, ja, Mensch, richtig, ist der schönste Platz nördlich der Alpen. Und da kommt man auch viel in Kontakt mit den Menschen, die einen ansprechen und sagen, na ja, aber wir wollen aber doch Lebendigkeit haben, natürliche Lebendigkeit. Aber man hat ja viele Möglichkeiten, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, über solche Themen, aber auch Themen der Politik. Und man darf, wenn wir, das ist manchmal so, wenn Wahlkampf ist, dann gibt es ja diesen berühmten Tapeziertisch, der vor einem steht, wo die ganzen Wahlprogramme draufstehen. Da sage ich den Abgeordneten, ihr müsst euch nicht hinter den Tisch stellen, ihr müsst euch da vorstellen, damit ihr auch ansprechbar seid, damit nicht schon so eine Barriere da ist. Also es gibt viele kleine Dinge, wo man sich den Menschen nähert und mit ihnen gemeinsam was machen will. Denn die müssen ja auch Vertrauen haben in das, was wir tun. Wir kommen ja vielleicht gleich noch zum Thema Politikverdrossenheit. Aber ich finde es wichtig, dass wir uns nicht abschotten. Schauen Sie mal, unser wunderschönes Parlament. Wenn ich das noch sagen darf, ich war vor wenigen Tagen mit der gesamten Bürgerschaftsverwaltung im Landtag in Hannover. Das ist wie eine Festung. Das ist ja auch so ein Repräsentationsbau aus dem 19. Jahrhundert. Genau. Und wenn ich dann unser Haus sehe, diese Transparenz, was der damalige Architekt Wassily Lukács gemacht hat, schon in den 50er Jahren mit so viel Glas zu arbeiten, dass man rausschauen kann, reinschauen kann, das war ja auch die Idee, nicht einen Bunker zu machen, sondern ein transparentes Haus, wo die Leute mit sozusagen kommunizieren können und sagen, ja, das ist keine Festung, das ist kein Bunker. Das ist ja so dennoch, was die Parlamentsarbeit anbelangt, ich habe mal so ein bisschen geschaut. Ihr Kollege, der Bundestagspräsident Norbert Lammert, über den wir ja vorhin auch schon gesprochen haben, hat sich ja jetzt gerade doch ein bisschen auch, ich glaube, zu Recht aufgeregt, dass das Ansehen des Bundestages
nach einer aktuellen Umfrage bei vielen Bürgern so schlecht ist. Ich habe hier eine Zahl, 66% der befragten Bürger verneinen die Frage, ob die meisten Abgeordneten ihre Arbeit engagiert und sachgerecht verrichten. Und 81% halten die Abgeordneten sogar für überfordert. Ich meine, das ist ja wahnsinnig viel, 81%. Wie kommt das zustande? Hat das vielleicht auch was damit zu tun, dass mancher ihrer Kollegen dann doch zu sehr im stillen Kämmerlein sitzt und nicht draußen bei den Leuten ist, wie Kurt Beck gesagt hat? Ich vermag es nicht zu beurteilen, aber 81%, das halte ich sehr, sehr hoch. Das wäre eigentlich, ist ein vernichtendes Urteil, wenn es denn so repräsentativ wäre. Ja, das ist eine Forsa-Umfrage gewesen. Gut, bei Forsa muss man vorsichtig sein.